Das Regio TV Plus heute an einer Prachtseröffnung, kann man sagen. Einen wundervollen Spielplatz haben wir angetroffen in Bobnigen. Bei mir ist der Remo. Remo, wie lange sind ihr dran vom Gemeinderat, um das Projekt aufzugleisen? Wie ist das vor sich gegangen? Wie hat sich das alles gefunden bis zu diesem Endergebnis? Wir haben sicher jetzt etwas über ein Jahr. Wir haben dort daran geschafft, haben dann mal geschaut, einen Wettbewerb gemacht. Wir haben geschaut, welches ist das beste Projekt, das ist das, was jetzt realisiert worden ist. Wir haben einen Budgetrahmen gehabt, haben geschaut, dass wir den einhalten können. Und schlussendlich haben wir vor etwa einem halben Jahr angefangen und sehen jetzt das Produkt, das, glaube ich, fast allen gefällt. Sprechen wir das Produkt an. Es sieht so vielfältig aus, wie ein anderer Spielplatz eigentlich nicht aussieht. Ist das heute eine Grundbedingung, die man als Auflage hat, wenn man so einen Spielplatz macht? Oder ist jetzt hier auch ein bisschen die eine oder andere Idee, die aus euren Köpfen entsprungen ist, dabei? Also ich glaube, bei den Projekten, die vorgestellt worden sind, gibt es heute halt viel, wo so mit bekannten Spielgeräten, wie wir sie kennen, das machen. Das haben wir nicht wollen. Und die das hier realisiert haben, die machen das selber. Für uns ist es wichtig, dass es eine Firma ist, die schon so Sachen realisiert hat. Und was ich auch noch wichtig sehe, ist, auf das können wir vielleicht noch, als behindertengerecht ist. Also das heisst, als nicht nur für die Kinder, die sowieso schon lebhaft und gesund sind, sondern dass es für alle ein Spielplatz ist. Wie sieht das jetzt aus mit der Betreuung von so einem Spielplatz? Braucht er jetzt mehr Pflege? Ich sehe viele organische Materialien, die auch eingeflochten sind. Muss man das speziell jetzt betreuen? Also wir sind der Meinung, über den Werkhof, wie er das macht und vielleicht der Gärtner noch, also es nicht mehr, es war ja vorher schon ein Spielplatz gewesen, mit ganz wenigen einfachen Geräten, wo zum Beispiel hier ein Holzschiff war und das hat auch Unterhalt gebraucht. Ich glaube, so wie es konstruiert ist, sollte es nicht mehr Unterhalt brauchen. Mir ist jetzt der Patrick von der Stiftung Denk an mich. Patrick, wo sind ihr dazu gezogen worden? Was war eure Aufgabe bei diesem Spielplatz? Die Stiftung Denk an mich hat seit über 10 Jahren die Expertise im Bereich von Spielplätzen, die zugänglich sind, also wo alle Kinder können miteinander, unabhängig ob mit oder ohne Behinderung, arbeiten können. Und wir unterstützen solche Spielplätze finanziell und schauen dafür, dass die Zugänglichkeit auch tatsächlich zu allen Spielgeräten möglich ist, dass zum Beispiel ein Bodenbelag existiert, der befahrbar ist mit einem Rollstuhl. Das sorgt nämlich auch dafür, dass zum Beispiel Eltern, die ein Kind mit einer Behinderung haben, auch können ihre Kinder ihrer Aufsichtspflicht begleiten. Das sind ganz wichtige Sachen und in diesem Bereich ist die Stiftung Denk an mich gerne immer dabei. Wir haben so einen Leitfaden erstellt, dort steht Punkt für Punkt drin, auf was man Acht geben muss, wenn man so einen Spielplatz bauen tut. Jetzt habt ihr aber ausgewiesenermaßen schon ganz viele so Spielplätze betreut. Was ist jetzt an diesem Spielplatz für dich so anders? Diesen Spielplatz finde ich so toll, weil also, wir sind, das ist der 45. insgesamt. Es ist der dritte in der Region Basel und ich finde es toll, dass wir einen neuen Kanton haben mit Basel-Land, der da dazustößt. Das ist schön, dass die Gemeinde Bottmigen da in diesem Zusammenhang einen Pionier übernimmt in diesem Kanton. Weil es ist ganz wichtig, dass sich Gemeinden dem Thema der hindernisfreien Spielplätze annehmen, weil eben Kinder mit und ohne Behinderung, wenn die miteinander spielen können, das baut auch Hürden in den Köpfen der Menschen ab. Und das ist jetzt speziell jetzt aus der Sicht von einem Kind aber gesagt. Was werden Kinder hier anders erleben als an einem regulären Spielplatz? Es ist so, wir haben eben Zugänglichkeit, sie kommen zu den Spielgeräten an. Es gibt aber zum Beispiel auch eine Nestschaukel, das ist für Kinder, die keine Rückenmuskulatur haben, etwas Gutes. Sie können dort auch schaukeln gehen. Sie haben in den Spielplatzbereichen, im Sandkasten zum Beispiel, haben sie Lehnen, wo man sich anlehnen kann. Das ist einfach etwas, wo man jetzt, wenn man auf den ersten Blick schaut, einfach nicht sieht. Aber das sind so ganz kleine Details, die unglaublich wichtig sind und aber plötzlich zu einem Kostentreiber werden. Und genau darum unterstützen wir das mehr, was man kann machen an so einem Spielplatz, auch mit Finanzen. Weil das sind Sachen, die man nicht muss machen vom Gesetz her, aber die natürlich, wenn man es macht, die Zugänglichkeit für alle fördern. Jetzt haben wir hier noch den Bauverwalter, den Urs. Urs, was mich interessiert, ich habe gesehen, gerade bei diesen Geschichten hier, das sieht organisch aus. Muss man das jedes Jahr wieder frisch machen oder wie ist das? Nein, das ist eigentlich meine bei diesen Weidenhäuschen, dass die wachsen und mit den Jahren zuwachsen, ganz zu, auch ein Schattenhäuschen gibt. Das ist echt die Idee. Aber das braucht ein paar Jahre. Aber wir müssen sicher pflegen und dazu schauen. Ja. Jetzt habe ich mitgekriegt, vorher hast du mir gesagt, das war nicht ganz unproblematisch. Willst du da noch etwas sagen dazu? Ja, nur insofern, dass auch die UWA den Spielplatz abnimmt und auf die Sicherheit schaut. Und da gibt es immer so ein bisschen Differenzen. Wo ist denn etwas ganz sicher und nicht? Und ein Kind, denke ich, alle, die Kinder haben, dürfen mal umgehen, mal anschauen, Erlebnis haben. Und irgendwo müssen wir schauen, dass wir die Sicherheit nicht übertreiben. Aber das lösen wir.
Wie gefällt dir jetzt der Spielplatz? Du bist von Anfang an daran beteiligt gewesen. Ist das so rausgekommen, wie er in der Vision gestanden ist? Also im ersten Plan hat es ganz schön farbig ausgesehen, wo wir ein bisschen detailliert reingeschaut haben, wir als Fachleute, haben wir gefunden, es wird eine gute Sache. Und wenn man es jetzt sieht, ist es einfach übertroffen. Wunderbar. Also ich bin ein bisschen zu alt dafür, aber ich gehe sicher auf den Spielplatz, es hat ein paar Geräte, die man nutzen kann.